Man kann es ja ganz simpel erklären, künstliche Intelligenz ist der Versuch, eben intelligentes Verhalten auf Computer abzubilden. Charlie ist weniger umstritten. Der Roboter wird in der Weltraumhalle des Deutschen Forschungszentrums für künstliche Intelligenz in Bremen für die Weiterreise zum Mond vorbereitet. Auf sich alleine gestellt navigieren. Charlie hat gerade den Geist aufgegeben. Im Labor kein Problem, auf dem Mond fatal. Dann wäre erledigt, sozusagen, das kann man sagen.